Herzlich willkommen aus der Eishalle Machtlenk. Vor 21 Jahren errichtet und wir sind jetzt gegen Ende der Saison. Und da möchte das Bürgermeister schon sehr auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Wir haben noch nie so viele Stockschützen, Publikumsläufer in dieser Halle gehabt. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir das so gut vermarktet haben. Danke auch an den entsprechenden Verein, der die Betreuung dieser Halle überhaut. Und man muss sagen, es war für die Stadtgemeinde die richtige Entscheidung vor 4 Jahren, dass wir in die Holztram investiert haben, eine ordentliche Stange Geld, aber das war der richtige Weg. In einer dynamischen Stadt ist es wichtig, dass wir moderne, aktive Freizeitanlagen haben. Das haben wir mit dem Freibad und die Eishalle ist das Gegenstück dazu und da freue ich mich sehr, dass wir das haben. Heute werden wir zu der Stadtmeisterschaften schauen und da werden wir jetzt den Organisator, den Hans Steger, fragen, wie es da geht. Ja, zu der Halle möchte ich sagen, die Investition, eine Absaugung zu machen, war wunderbar. Die Halle hat an Qualität vom Eis her gewonnen. Das heißt, wir haben Staatsmeisterschaften, Landesmeisterschaften, die was in dieser Halle durchgeführt werden bei einem wundervollen Eis. Heute haben wir die 17. Staatsmeisterschaft hier in der Halle. 21 Mannschaften kämpfen um einen Staatsmeistertitel. Es schaut so aus, dass die Favoriten vom Jahr 2017 auch heute wieder im Vorderfeld liegt. Aber es ist ganz interessant, es sind die Entscheidungen, werden sie erst hier jetzt in der Mittagszeit treffen, wo die Favoriten aufeinandertreffen. 5 Jahre sind um. Und jetzt sind wir dann soweit, dass wir zu der Siegerehrung gehen und dann sage ich, wer der Sieger geworden ist. Dazu etwas später. Am frühen Abend versammelten sich alle Stockschützen, natürlich spielen auch Damen mit, beim Ufermann, wo sie vom Bürgermeister Paul Mahr zu einem Abendessen eingeladen wurden. Pünktlich um 17.30 Uhr begrüßte dann Organisator Jochen Steger im Beisein des Bürgermeisters und des Sportstadtrates Ingenieur Harald Mayer-Kern die Gäste. Besonders freut mich, neben mir zwei kräftige Machtlenker Stadtverwaltungspersonen haben. Ich werde euch ja was sehr Positives erzählen. Danke fürs Mitmachen, möchte ich mal gleich als allererstes sagen. Es macht schon immer wieder Spaß, dass wir 20 Mannschaften bei den Stadtmeisterschaften haben. Es war eine tolle Saison und wenn das natürlich auch mit euch noch mal so schön ausklingt, ist das immer eine super Sache. Also danke an den Verein und die im Besonderen Hans, aber auch an die Barbara, die heuer viel in der Halle gemacht hat, dass der Stocksport in Machtlenk so einen Stellenwert hat und so hochkommen wird. Das ganze Team vom SV Askew Eis für Machtlenk, tolle Arbeit, ohne euch gar nichts nicht. Der Wanderpokal ging heuer und das endgültig an die Siegergruppe, die Lotto 6er. Wir zeigen Ihnen nun ganz kurz alle 20 Gruppen. Eines ist sicher, die Stadtstockmeisterschaft war wieder ein voller Erfolg. Und so freuen sich wahrscheinlich alle auf die Meisterschaft 2019. Ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken. Es hat seine Ferien gefunden, es ist ein Freitag.